Eternitas, Artes, Feminin. Ewigkeit, theologisch Praios auch jener Zustand, in dem die Ewig-Weltordnung verharrt, siehe Ordo Eternus, Handwörterbuch Bosvarano Gereti, Ausgabe der Hesinde-Tempel zu Gareth, neuzeitlich. Damit blicken Diamantis, Goldhand und Raphim auf den Strand, der vor euch liegt, in einem seichten Rot. Was wollt ihr tun? Es wird spät. Wo bleiben die drei? So, dann kann das doch nicht dauern, eine Bibliothek zu durchsuchen, oder? Ich stelle mir vor, dass sie nicht auf keiner City eine Acht gegeben haben und jetzt hängt ihr knietief in irgendetwas, das keinen Aufschub duldet. Wirklich? Aber dann hätten sie doch irgendwen geschickt. Wenigstens informiert. Ich werde sie holen gehen. Ja, nicht unvernünftig. Ja, dann lässt dann ein Boot zu Wasser machen. Zu Wasser lassen, so rum. Schon wollt ihr mitkommen? Warum denn schon wieder jetzt? Soll ich schon wieder rudern oder macht ihr das jetzt selber mal? Wie denn schon wieder? Wir sind seit 3-4 Stunden hier. Ja, aber ich bin doch eben gerade mit dem dummen Alchemisten rübergekommen. Warum ständig hin und her? Können wir nicht irgendwie... Ah, scheiße, Mann. Ich beschwere mich beim Mart. Wartet. Und dann geht ja dann weg zu Kanazitiana. Ich finde jemanden, den er dann in seiner Kajüte findet. Korrekt. Genau dort sitzt er über einem riesigen, gewaltigen Kessel und kocht dort eine blubbernde, kupferne Flüssigkeit. Alchemist. Ja, Kanazitiana mein Name. Wo sind deine Begleiter? Ich wurde mit dem Boot. Boot ist das, ne? Das, was gerudert wird. Wurde ich rübergeschickt. Wo sind Avelmir und Zulamin und Boltax? Ich glaube, sie wollten ins Kloster gehen. Allein? Also, Zulamin und Avelmir wollten da alleine hin, ja. Und Boltax ist verschwunden. Der war predigen. Ich weiß nicht, ob er. Ja, sobald er predigen sagt, dreht Janan sich um und rauscht aus der Tür. Also rauscht aus dem Raum, lässt die Tür hinter sich offen. Raphim, Diamantis, packt eure Sachen, wir müssen an Land. Hier schon wieder? Boltax war offensichtlich predigen und ist verschwunden. Ich fürchte, er wird sich mit dem örtlichen Volk angelegt haben. Ja, das wäre nicht gut. Heißt das, wir sollen die Dukatengardisten bereit machen? Nein, noch nicht. Bin mir sicher, dies wird... Wir werden ihn finden. Und so geht's an Land. Zu dritt plus zwei Seeleute halt. Ja, während ihr bereits auf den Strand zu rudert, könnt ihr am Strand erkennen, wie dort aus einem kleinen Gebüsch, so klein war es gar nicht, aber sie waren zumindest nicht offen auf dem Strand, aber jetzt treten sie heran zu Lamin, Abelmir und Boltax. Oh, da sind sie. Drauf zu. Naja, ich kann nicht schneller, Mann. Ruder selber, du Arsch. Ja, du hältst die Fresse und ruder schneller. Ja, dann deutlich entspannter fahren wir halt das Boot an den Strand. Und Jana steigt dann aus, geht auf die drei zu. Ah, da seid ihr ja. Wir waren besorgt. Wir müssen weg. Ja, wir sollten weg. Zulamin strahlt über das ganze Gesicht und umarmt euch erstmal alle. Wie schön, dass ihr uns abholen kommt. Ja, Jana wird sehr passiv umarmt. Er gestikuliert noch irgendwie mit einem Arm Richtung Boltax und versucht sich davon irgendwie nicht beiden flussen zu lassen. Hast du dich mit den örtlichen Mob angelegt? Ja. Kommt ins Boot. Seid ihr weg? Schnell. Ja, ich betrete das Boot. Was hast du getan? Ja, Stitch verschränkt die Arme und bleibt am Bug des Bootes, also an Land vor dem Bug des Bootes stehen. Mir war ein schlechter Moment, um stehen zu bleiben. Und ich möchte Jalan packen und mit auf das Boot ziehen. Hier da, weg von der Ruderbank. Was ich hast übernehme. Du getan? Sagt Jalan, während er unsanft in das Boot buxiert wird. Gib mir das beschissene Ruder, du Hund! Wir sprechen gleich, wenn wir an Bord unseres Schiffes sind. Aber wollen wir nicht ein Abschiedsgeschenk hinterlassen? Gewissermaßen ein kleines...
Leuchtfeuer. Voltax, was hast du getan? Diamant des Ruder, Ruder, als wäre die schwarze Flotte hinter uns. Ich pack den Zwerg beim Kraken. Sprich! Im Gleichtag, Raphim. Voltax wurde gefangen gesetzt, doch die Göttin hat beschlossen, dass er frei sein soll. Was ist denn so schwer? Warte, was? Ich würde gerne einen Flimflam hinter uns zaubern. Ich möchte ihn so sehr schütteln, dass es seine Konzentration stört. Das ist nur eine Aktion. Ja, ich schüttel dich permanent. Das kannst du gerne machen, wenn ich dich wieder loslasse, irgendwo auf halbem Weg zum Boot. Ja, okay. Würfel erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe, um Jana zu ignorieren. Ja, alles klar. Bin ich erschwert, keine Schadenspunkte. Genau. Tatsächlich richtig. Oh, das ist ein guter Wurf. Und dann kommt der Flimflam hinterher. Ja, Moment, so. Stehst du schon im Boot dann jetzt? Ja, ich stehe schon im Boot, natürlich. Muss er ja. Gut. Dann gibt es eine kleine Lichtkugel, die von deinen Fingern aufsteigt. Tja. Abwarten. Ja, ich würde die, wie gesagt, hier stationär positionieren und dann im Boot entspannt zurückfahren. Ja, dann dreht sich um, blickt aber mir an, aber mir, was soll das? Er wurde unrechtmäßig festgenommen. Das Licht, was soll das? Warum fragt ihr das mich? Nun, du bist der Magier. Und er ist das, der den Zauber gewirkt hat, nicht wahr? Das ist mein Licht, in der Tat. Mach es aus. Ich würde die Lichtkugel gerne explodieren lassen. Ich werfe ihn von Bord. Also, ich lasse sie explodieren, das ist so ein 4 Schwert. Ich packe ihn beim Kragen und tauche ihn mit dem Kopf unter Wasser. Du hast doch gesagt, ich soll sie ausmachen. Außerdem, du merkst ja gar nicht, dass er das macht, bis er das gemacht hat. Ich weiß, aber er macht die Lichtkugel nicht aus und ich habe keine Geduld für ihn. Jupp. Fürs nächste Mal, du sprichst die Variante direkt, wenn du den Zauber machst und dann kannst du sie bei mit dem Finger schnipsen oder so explodieren lassen. Du musst da nicht nochmal für würfeln. Alles klar. Aber die Erschwernis ist ja drin. Ja. Okay, wie gesagt, kostet mich dann halt 4 ASP. Und ja, dann explodiert die Lichtkugel auf jeden Fall hinter uns und du tunkst mich ins Wasser. Ja, dein Kopf wird umgerissen und ins kalte Wasser gestoßen. Du verlierst die Orientierung. Nee, ich pack ihn beim Kragen und tauche ihn dann im Kopf rein. Genau. Ich will ihn zum Reden bringen, nicht abmurksen. Ja, schon klar, aber trotzdem, erstmal merkst du, wie dein Kopf mit deiner Hand gegriffen wird oder Wasser gedrückt, als es kalt, und dann wirst du wieder nach oben gezogen. Yep. Ja, Jalan, was tut ihr? Was sollte das? Nun, ein kleines Abschiedsgeschenk. Was sollte das? Hör auf, dich herauszureden und sprich klar! Ich habe mich nicht herausgeredet. Vielleicht wirst du ein wenig ruhiger. Antworte endlich! Dann können wir uns auch in aller Ruhe unterhalten. Meine Geduld ist erschöpft. Antworte mir! Nun, wenn wir an Bord sind, mit Sicherheit. Einso, reißt euch zusammen. Die ganze Mannschaft schaut zu. Du meinst alle zwei Mann, ja? Das erzähle ich allen, Mann. Super! Du hältst dein Maul, verdammt! Ihr Mann, das jetzt Ruder endlich schneller, meine Fresse. Sobald ihr einen Fuchs von Priorstank setzt, fangt ihr mit dem Zaubern an. Wollt ihr unsere Position vor Ort noch weiter schwächen, als sie es eh schon ist? Nun, ich denke, unsere Position lässt sich nicht weiter schwächen. Offensichtlich! Was habt ihr getan? Das werde ich euch sagen, wenn wir entspannt sind. Wenn ihr an Bord seid, könnt ihr in der Brücke eure Zeit verbringen. Bis ich entschieden habe, was es hier auf sich hat. Ich glaube, ihr habt nicht die Befugnis dazu. Habe ich, will ich und werde ich. Nein. Ihr habt nicht gewählt. Ich begebe Befehle hier. Halt's Maul! Du bist nicht in der Lage, dein Schiff in Ruhe in Ordnung zu halten. Es wird Zeit, dass hier jemand das Heft in der Hand hat. Ich befehle dieses Schiff und wenn ihr nicht meutern wollt, befehle ich dieses Schiff weiter. Habt ihr das verstanden? Nein. Halt's Maul und setz dich. Du da, Ruder endlich! Raphim, setz ihn fest. Ja, ihr müsst rudern. Ja, ich greif Jal an. Ja, ich greif Raphim und jetzt rangeln wir miteinander. Ja, Raumprobe. Du das zu raufen von mir gelernt hast. Sekunde, ich muss in meinen Bogen schauen, wie hoch ich es mittlerweile hab. Soll ich eine Motorradprobe überlegen, wie viel Rüstung habe ich? Übrigens, Jalan, ich erschwere dir deine Raufprobe um die Hälfte deiner Entrückung. Warum nur die Hälfte? Weil ich das gleich auf Attacke Parade aufschlage. Oh, okay. Ja, das ist glaube ich wirklich so, oder? Weil du gerade Abel mir widersprochen hast. Ich
glaube, es ist eh so, dass alles erschwert ist, was nicht Miracle Plus für ihn ist. Ja, aber zusätzlich hat er gerade einem höheren Offizier widersprochen. Das ist in der Tat richtig. Okay, würfeln wir mal. Und dann, das geht nicht gut. Schippen wir den. Das war getroffen. Wow. Nee, mit der Erschwernis hat er nicht getroffen. Mit deiner Erschwernis. Dafür das sieht schon sehr viel besser aus. Ja, Erschwernis ist halt trotzdem drin, ne? Ja, mit 7 Punkte, die gut, meine Drückung dann ist. Dann gebe ich dir erstmal eine Parade, kein Geiz. Und dann merkst du, dass Rafib zum Doppelschlag ansetzt. Also ich habe keinen Bock, das jetzt weiter auszuwürfeln, um ehrlich zu sein. Ja, richtig, ich auch nicht. Okay, gut. Ja, Jalan, versuchst ihn zu greifen. Rafib tut Gottes Werk. Und du merkst, wie die eisernen Pranken von Kor dich umklammern, kurz mit dem Greifen in dir kämpfen und dann werden dir deine Arme brutal auf den Rücken gedreht, es knackt mehrmals und dann holt der Schmerz sich zurück in die Realität. Dein Kopf pocht, du hast brutale Kopfschmerzen und das Glimmen verlischt. Ja, greifen und beruhigt euch. Ich bin ruhig, lass mich los. Ja, das habt ihr leider nicht mehr zu entscheiden. Aber mir, sag ihm, er soll mich loslassen. Ey, können wir ihn in den Brick sperren oder so? Ihr habt meinen Befehlen widersprochen. Echt? Der soll einen Knast, ja. Mann. Matrose, halt dein Maul und übernehme Rafims Platz an den Rudern. Ja, mach ich. Beruhigt euch, Jalan. Bis auf weiteres festsetzen. Ich bin ruhig. Es ist alles gut. Wir haben Boltax unversehrt zurückgebracht. Ja, nicht der Punkt. Lasst mich los. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sowohl Boltax im Knast war, als auch jetzt der 1-Ohrige in den Knast geht? Darf ich jetzt 1-Ohr sein? Halt den Mund, Bruder. Was du nicht richtig verstanden hast, dass du dein Maul halten sollst. Ich silenziumiere ihn jetzt. Nur den Matrosen? Nur den Matrosen. Der Arme. Ja. Variante wäre vielleicht auch angebracht. Ach fuck, jetzt habe ich die Psst. Egal. Ich habe den Gips. Ja, das reicht ja locker. Ja, klar. MR von 3 oder so. Ja. Alles klar. Rafim schaut einmal zu Abemir. Abemir schüttelt mit dem Kopf und ich halte Jalan weiter fest. Abemir, sag ihm, er soll mich loslassen. Ihr seid verhaftet. Ist euch das klar? Sag ihm, er soll mich loslassen. Ihr seid verhaftet. Also, Jalan, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Abelmir, sag ihm, er soll mich loslassen. Wenn man verhaftet ist, ist das halb so schlimm. Warum nicht? Ihr habt offen meinen Befehlen widersprochen und damit gemeutert. Das scheint ihn einen Moment lang fragwürdig zu stimmen. Ein Moment der Schwäche. Ja, das könnt ihr dann... Ja, auf dem Schiff klären. Es besteht keine Notwendigkeit hierfür, sag ihm, er soll mich loslassen. Ihr werdet keine weiteren Aktionen. Ihr seid erst einmal eures Amtes enthoben. Verstanden. Sag ihm, er soll mich loslassen. Ihr werdet weder mir noch sonst jemand aus der Mannschaft schaden. Gebt ihm auf euer Ehrenwort. Das habt ihr. Sag ihm, er soll mich loslassen. Gut, Rafim, lass ihn los. Ja, ich lass ihn los. Geht doch! Boltax, was hast du getan? Ich schulde dir keine Rechenschaft. Was hast du getan? Du bist kein Offizier mehr, Jalan. Nicht das der sind Punkt. Was hast keine du getan? Informationen, die für deine Ohren bestimmt sind. Aber vielleicht sagt ihm, er sollte sagen, was er getan hat. Dieses Gespräch können wir in der Kapitänskajüte weiterführen, nicht vor diesen zwei Matrosen hier. Matrosen, lass die Leitern runter! Jawohl! Ja, Leitern werden runtergeworfen und nach kurzer Reisezeit seid ihr wieder an Bord eures Schiffes. Ja, ich würde dann auch erstmal zu Gonech gehen. Ja, während ihr an Bord klettert, könnt ihr sehen, wie eine der Potten beigedreht hat, eine der goldenen Flotten. Zusammen mit einigen Flaggensymbolen könnt ihr erkennen, dass sie euch jetzt eine Breitseite präsentieren. Ja, Kapitän. Lass die Geschütze fertig machen. Hey. Diamantes, mach deine Männer bereit. Verstanden, Kapitän. Hasswolf. Geschützmannschaft, mach die Hinterlassenen fertig. Hasswolf.
Jalan ist momentan des Kommandos enthoben. Ah. So lange hat er durchgehalten, ja? Es schien ihm frei, sich auf dem Schiff zu bewegen, aber er kann keine Kommandos geben. Gut zu wissen. Greifen wir, das muss ich ausnutzen. Sag nicht kindisch, Hasswulf. Soll ich jetzt Segel setzen lassen oder holen wir uns eine Breitseite von den dummen Potten da drüben? Natürlich, setz Segel. Ja, dann sag das doch. Aber mir, wenn wir jetzt hier abreisen, werden wir nie wieder einen Fuß an Land setzen können. Lass das Schiff gefechtsbereit machen. Ja, dann halt den Mund. Wir haben nicht das, wonach wir suchen. Reifenmund, halt dein Maul, hab ich gesagt. Anker einholen, Segel setzen. Bringen wir das Schiff weg von hier. Abenteuer. Ich greife an den Schulter, Avemir. Von einem Freund zum anderen. Halte ein. Warte ab. Ich betrachte deine Hand auf meiner Schulter. Noch ist es nicht zu spät, die Sache zu glätten. Aber wir dürfen jetzt nicht weitere Feindseligkeiten walten lassen. Ich bitte dich. Noch haben wir keine Feindseligkeiten walten lassen. Wenn sie uns angreifen, vernichten wir sie. Die greifen uns noch nicht an. Halte einfach die Position. Deckung! Holz splittert. Schießen die auf uns jetzt, oder? Die Potter ja, schießen auf euch. Dann schießen. Ja gut, dann habe ich auch nicht. Dann kann ich ihnen nicht mehr helfen. Versenkt dieses verdammte Schiff! Ihr habt den Kapitän gehört! Ja, wieder in die Salve! Da will ich jetzt eine fette Überzeugenprobe, wenn ihr auf ein Paios heiliges Schiff schießt. Tave, kommt ran, Jungs! Kommt ran! alle Mann gegen ran! Aberglauben von den Maulwürfen plus 8. Warte. Ja, lass ihn kommen. Da, wo habe ich denn Mirakel für, Freunde? Warte, kann ich nicht? Ich muss mal eben überzeugen, Mirakel. Eine Sekunde. So, ich Raffin fällt jetzt mal auch einfach zu leuchten. Ich guck schon mal. Das ist aber nicht gut für unseren friedlichen Plan, wenn ich anfange, rot zu leuchten. Ignistero. Einer wirft oder sollen wir das alle tun? Ich brauche eine Überzeugungsprobe, damit die Maulwürfe anfangen zu schießen. Sonst machen die das nicht. Also wie gesagt, gerade sind eben Fettrotzenkugeln eingeschlagen. Ihr dürft mal alle 1W20 würfeln. Schießen die auf uns oder ist das eine Warnsalbe? Nee, die schießen jetzt voll auf euch. 18, 19, 20 werdet ihr getroffen. Okay, die wollen es halt aber auch, ne? Überzeugen ist Mirakel. Jeder wird jetzt, also es kann sein, dass ihr irgendwie Splitter abbekommt oder sowas. Ja, dann kann sein Kopf einziehen und die Rotzenkugel schlägt über dir entfernt hinter dir und reißt ein Stück der Reling weg. Wie viel Schritt sind die entfernt? 300 Schritt. Okay. Zulamin, Schicksalspunkt. Habe ich keinen mehr. Autsch. Dann muss ich gerade mal nachgucken. Was macht eine mittlere Rotze? Als Person oder irgendwas? Gut, dann nutze ich die letzten Minuten noch, um zu Avemir zu sagen, Avemir, können wir nicht einfach davon segeln? Nein. Ich krieg gar nicht viel. Aber wir können die Sache sicherlich noch glätten. Sie schießen auf uns. Das gib mir das zwei Flaggen. Lass mich in Verhandlung signalisieren. Ihr habt nicht das Kommando. Ich bitte dich. Wir schießen uns gerade mit der goldenen Flotte. Das kann auch nicht in deinem Sinne sein. 5W6 plus 11. Greifen uns an. Alter, bestimmt aus einem Missverständnis. Also, ja. Ich hab die Probe geschafft mit meinem Mirakel. 5 Punkte über. Eine mittlere Rotze macht im Übrigen 5W plus 8 Personenschaden. 5W plus 8. Achso, unsere machen wir 5W plus 11, oder wie? Das weiß ich nicht. Ist eine mittlere? Unsere sind schwere und machen entsprechend 7W plus 10 plus paar zerquetschte Eisenkugeln. Ja, mittlere sehe ich. Achso, sorry, nie auf der Breitseite haben wir mittlere. Mittlere Personenschaden. 5W plus 8. 5W plus 8 ist richtig. Ich gehe von unserer mondsilbernen Drachentöter aus, da ist es 5W plus 11 eingetragen. Nee, 5W plus, 5W plus 8 ist richtig. Das sind 20 Schaden. Genau, und wir Trefferzone. Genau, müssen wir selber würfeln, bitte. Torso. Sind zusätzliche Schadenspunkte. Ja, 1W6 pro Wunde. Genau, 20? Eine bist du bestimmt. Pro Runde. Wirst du sicherlich mehr haben, oder? Zwei, oder? Schwelle 9. Das ist dann die dritte, oder? Du musst deine Konsti. Ist die Frage. Deine Konsti ist jetzt wichtig. Die Konsti. So, warte mal. Zulamins Konsti. Die Konsti ist 13. So, dann bekommst 13 plus 2, 15.
Genau, und die nächste ist dann bei 13 plus 6,5. Runde sich auf 7 auf, also 22. 22, genau, ja, also ist noch nicht der Fall. Darauf, richtig, jetzt, du musst 22 überschreiten. Richtig, also noch einen weiteren W6. Au. Zulamin bekommt eine gewaltige Rotzenkugel. Sie splittert vor dem Mast, bevor sie dann mit ihren kleinen Steinkugeln in deinen Körper eindringt. Du wirst gespickt, aufgespießt, zurückgeworfen und taumelst dann blutend gegen die Reling, die dich davor abhält, ins Wasser zu torkeln. Du brichst zusammen, siehst den roten Schleier von Raya, aber da ist so viel Blut, es tut so weh. Du musst dich zusammenreißen. Du hörst immer noch das Geläut von der Insel, der rote Wald. Ist er wirklich rot oder ist das nur das Blut, was dir an deinem Gesicht klebt? Du merkst, wie du eine rote Flüssigkeit, warm, läuft sie über dein Kinn, über deinen Mund. Es tut so weh. Und dann merkst du, wie die riesigen Segel runterfallen, Taue, die gehievt werden, einen starken Arm. Du wirst irgendwie aufgehoben, getragen. Und dann bewegt sich das Schiff und ihr setzt Segel. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Zwei. Zwei Stück. Ich versuche mich gar nicht zu bewegen. Also auch dieses Aufgehobenwerden nehme ich eher unwillig an. Und ich hülle mich in den Schmerz wie in einen roten Schleier und konzentriere mich auf die Nähe meiner Göttin. Wenn ich jetzt sterbe, ist das gut so. Heilari! Heilari! Ich würde einmal in ihre Richtung blicken, dann in Richtung Himmelchor. Hilf mir! Hurensohn erwidert das Feuer! Ich will, dass sie sinken! Und dann würde ich mir den nächstbesten Maulwurf packen, der immer noch ein bisschen zimperlich aussieht und ich meine pfeffern. Ja, schieß du Hund! Er blickt dich ängstlich an, er blickt zu dem Schiff rüber, wieder zu dir, er sieht das rot glühende Auge. Und dann hält er die Fackel nur noch gegen die Rotze. Du merkst, wie es irgendwie zischt. Und dann explodiert etwas neben dir. Und weitere Explosionen, die folgen. Und dann rattert es wieder. Dum, 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 dum. Ja, einen der Geschützmannschaft, der gerade die Fackel runterdrücken will, um die Rotze abzufeuern, drücke ich zur Seite. Und den nehme ich. Und ich richte die Rotze auf die Takelage aus. Belagerungswaffen. 300 Meter. Das ist eine schwere Rotze oder was hast du da gerade? Das ist eine schwere Rotze. Ich habe geschaut, wir haben nur zwei mittlere Rotzen, also die können wir nicht vollends. Haben wir mehr Geschützmeister, als wir bemannen können. Also nehmen wir noch fünf schwere Rotzen dazu, die wir auf der Breitseite haben. Mhm. So, ich nutze einen Vorteil, den ich bisher noch nicht nutzen konnte. Und zwar Talentschub Lagerungswaffen. Okay, erkläre mir mal den Talentschub. So, und zwar der Talentschub ist eine eigenständige Probe. Ich kann darauf würfeln. Das dauert, je nachdem, wie viel ich einsetzen will, 1 bis 4 Aktionen. Ich nehme 4 Aktionen, denn ich will den zusätzlichen Punkt nicht Erschöpfung nicht nehmen. Und ich denke, darauf kommt es jetzt nicht an. Dann kann ich die Probe würfeln. Und die Punkte, die ich über habe, bekomme ich als Erleichterung auf meine... Ist das Erleichterung oder sind das echte THW? Das ist Erleichterung, aber okay. Bei einem Angriff macht das ja gar keinen Unterschied. So, Kampf. Soll ich dir vorrechnen, wie meine Erleichterungen alle kumulieren? Denn da sind Sonderfertigkeiten, Vorteile und genau, Talent. Genau, das können wir auf alle Fälle mal machen, weil wir es noch nicht getan haben. Ich gucke gerade mal, schwere Rotze hat Trefferpunkte gegen Schiffe und gegen Personen, gegen Einzelpersonen. Das ist das, was wir eben bei Zulamin hatten. Die 5W plus 8. Eine schwere Rotze, würdest du den Kapitän treffen wollen? 7W6 plus 10. Rein mal angenommen. Aber du schießt gegen das Schiff, gegen die Takelage, richtest also Strukturpunkte am Schiff an und das wären 1W6 plus 7. Genau, gezielt gegen den Hauptmast. Tatsächlich kommt da noch ein Punkt oben drauf, weil wir mit Eisenkugeln feuern.
Ich kriege eine 12er Erleichterung durch meinen Talentschub. Dazu kommt die Sonderfertigkeit Geschützmeister, die mir ebenfalls eine 2er Erleichterung gibt. Dann ebenfalls mein Entfernungssinn, Vorteil, der mir ebenfalls eine 2er Erleichterung gibt. Zusätzlich zu dem Ganzen kommt dann obendrauf meine Talentspezialisierung auf Rotzen, was die Erleichterung auf minus 18 angibt, auf meinen momentanen Wert. Dadurch habe ich einen Fernkampfwert von 50 auf Belagerungswaffen und ich nehme von den 50 Punkten 25 und lege sie, um zusätzlichen Schaden anzurichten. Dann würfel ich würfel einfach mal so. Das ist die 19. Ich könnte also insgesamt 6 Punkte Erschwernisse ausgleichen. Leider habe ich jetzt weißt du was? Ich würfel einfach einen Schicksalpunkt, die Probe neu. Da müssen wir nämlich auch nicht rumrechnen. Mit der 10 ist das nämlich auf jeden Fall getroffen. Da muss ich nämlich die Erschwernisse nicht rauspacken. Sehr gut. Das ist die Frage, wie viele Strukturpunkte hat ein Segel? Je nach Schiff. Jetzt bin selbst ich überfragt. Das beantwortet alles Effortswogen. Wir müssen ja auch angeben, wo unsere Quellen sind. Ich habe zumindest hier gerade offen die Strukturpunkte unserer Takelage. Ja. Das sind 325 verteilt auf 1, 2, 3, 4 Segel. Und die Bugspriet. Und die Bugspriet. Ja, genau, 5 Segel. Also, wenn wir einfach mal den Querschnitt nehmen, 325 durch 5, sind 65 Punkte, die wir ungefähr einem Segel zuerdnen könnten. Eine Kogge hat wahrscheinlich sogar noch ein bisschen das weniger. Das ist eine Potte. Also, ihr habt mit einem Dreimaster 325, hast du gesagt? 325, genau. Definitiv 4 Master? Potte ist wesentlich. Nee, ihr seid eine 3 Master oder 3,5 Master. Wir haben 3 richtige Segel und 2 Seitensegel. Also da kommt das her, okay. Genau, warte mal. 1, 2 und hier wäre dann das dritte. 1, 2, 3. Da muss ich jetzt aber doch fragen: Sind die wahnsinnig, sich überhaupt mit uns anzulegen? Prios Heiliger Zorn. Oh ja, richtig. Kenne ich gar nicht. Ist mir absolut unbegreiflich. Dein Leuchten hat gerade aufgehört. Also, ich würde, also wenn ihr mit einer 325 eingesetzt seid, das ist eine kleine Potte, die ist irgendwie einmastig, die ist schwer am Wasser, die hat nicht so viele Rotzen. Vor allem hat die aber auch nur ein Segel, das heißt, ich setze sie mit irgendwie sowas wie 60 an. Das Ding ist einfach nicht so stark. Ja, dann haben wir die Möglichkeit, entweder wir können uns mit den Strukturpunkten befassen oder einfach die Tabelle zum Schadenswerfen in Erfahrtswogen nehmen. Da macht es nämlich einen festen Wert auf die Tagelage und das sind 5 Schaden von der schweren Rotze, wo dann meine 25 noch raufkommen würden, plus 1 wegen Eisenkugeln. Also insgesamt würde ich 31 Punkte an der Tagelage anrichten. Genau, zusätzlich mit den anderen Rotzen, ich muss gerade mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück sind es. Genau, die haben natürlich nicht ganz so viel genommen. Schaden reingelegt, aber ich gebe nochmal 4 andere W20. 5, 8 ist getroffen, 19 ist nicht getroffen und die 1 kannst du gerne mal bestätigen als Geschützmeister. Das ist dann derjenige, den Rafim an die Wand gedrückt hat. Ja, da das Q3 ist, haben die einen Talentwert von 12 und mit der 10 ist es bestätigt. Genau. Alles klar. Damit schlagen weitere Rotzenkugeln ein. Du hast sie natürlich darauf getrimmt, dass sie eben auch den Mast beschießen. Und damit habt ihr das Schiff quasi bewegungsunfähig geschossen. Nicht das Ruder zerstört, aber wohl können sie sich nicht weiter drehen ohne ein Segel. So, mit einer nach unten getragenen Zulamin brechen vernehmlich, knackend, bis zu euch herandringt das Segel. Und in Zeitlupe stürzt es weitere Seile und Taue, die reißen, schreien, rufen. Und damit könnt ihr euch in Bewegung setzen. Vermutlich sind wir damit auch so nochmal raus, oder?